Passend zu Weihnachten entführen wir euch heute in die spannende Welt der Seesterne. Es gibt etwa 1600 verschiedene Arten von Seesternen. Der kleinste ist etwa so groß wie dein Daumennagel. Der größte misst bis zu einem Meter. Die Formen der Seesterne sind sehr unterschiedlich. Nicht immer sind die Arme gut zu erkennen. Kissensterne zum Beispiel sind fast kugelförmig. Die meisten Seesterne besitzen 5 Arme. Es gibt aber auch Arten mit bis zu 50 Armen. Um sich fortzubewegen, benutzen Seesterne nicht ihre Arme, sondern hunderte von kleinen Füßchen auf der Unterseite ihrer Arme. Dabei streckt sich eine Gruppe der beweglichen Füße in die gleiche Richtung vor, heftet sich an der Unterlage fest und verkürzt sich dann wieder. Dabei wird der Körper des Tieres nachgezogen und der Seestern bewegt sich. Übrigens, Seesterne haben keine Augen. Sie besitzen jedoch Sinneszellen an den Spitzen ihrer Arme, mit denen sie dunkel und hell unterscheiden können. Seesterne ernähren sich von Muscheln. Mit seinen Füßchen hebelt der Seestern die Muschel auf. Sobald er das geschafft hat, stülpt er einfach seinen Magen nach außen und träufelt seine Verdauungssäfte in die Muschel. Wenn die Muschel dann vorverdaut ist, zieht der Seestern den Magen mit Nahrungsbrei wieder ins Innere zurück. Das war unser letztes Fenster. Wir haben uns sehr gefreut, diese Tiere mit euch zu entdecken. Wir hoffen, wir können euch nächstes Jahr wieder im Museum begrüßen. Wir wünschen euch schöne Festtage und bis bald!